schauen. Einmal mehr treffen sich in dieser Woche die besten Zürcher Nachwuchsturner zu ihrem traditionellen Frühlingstrainingslager in der Mehrzweckhalle Seehalden in Niederhasli. Seit dem Osterwochenende und noch bis am Sonntag trainieren rund 30 Jungturner unter der Anleitung von qualifizierten Fachkräften. Ziel des Trainingslagers sind, mit den Turner hier für die Schweizer Jugend- und Juniorenmeisterschaft vorbereiten. Was für ein Programm läuft diese Woche durch? Wir trainieren am Morgen 4 Stunden trainieren und am Nachmittag 2,5 und die Leistungsklassen 1 bis 6. Wenn wir schauen, wie da eine ganze Woche lang jetzt eifrig trainiert wird, stellt sich natürlich die Frage, wie trainieren die Leute außerhalb der Trainingslager? Haben die dann auch so viel Zeit? Die haben sicher nicht so viel Zeit, tun aber 3, 4, sogar 5 Mal in der Woche 2,5 bis 4 Stunden trainieren. Wie ist das möglich während dem Schulbetrieb oder während andere Leute in der Lehre sind? Wie kann man die Zeit überhaupt aufbringen? Man muss die ganze Freizeit für den Sport aufwenden und das macht man, indem man zum Beispiel am Mittwoch und am Samstag Nachmittag trainiert oder am Abend noch vom 6 bis um 10 Uhr. Wenn man den Kanton Zürich mit der ganzen Schweiz vergleicht, wo stehen die Zürcher? Die Zürcher stehen sehr gut da, wir haben einen sehr guten Nachwuchs. Ich würde sagen, wir sind der zweitbeste Kanton in der Schweiz. Wenn wir weitergehen, wenn wir auf die internationale Ebene schauen, dann haben wir Schweizer ab und zu einmal einen Spitzenturner. Es wird in der Nachwuchsförderung sicher mehr gemacht als auch schon. Wird das auf Zukunft vielleicht einmal anders ausgehen? Werden wir vielleicht einmal mit einer starken Mannschaft, mit vielen guten Einzelturnern können an eine Europameisterschaft oder an eine Weltmeisterschaft gehen? Wir sind im Moment sicher dran, im Nachwuchs ganz speziell den Aufbau zu fördern. Und es wird sicher Auswirkungen haben, weil wir haben auch ein ganz neues Klassifizierungsprogramm auf die Beine gestellt. Und das ist jetzt seit einem Jahr, läuft das. Und das wird sicher Auswirkungen haben auf die Zukunft. Wo würden Sie die Schweiz heute ungefähr klassieren im Turnsport? In der Schweiz ist das Turnen eigentlich eine Nationalsportart und doch ist sie nicht ganz so an der Weltspitze. Wo würden Sie die Schweiz heute klassieren, international gesehen? Ja, ich glaube, die Weltmeisterschaft vom letzten Jahr hat gezeigt, wo die Schweiz im Moment international steht. Und der Rang zwischen 12 und 15 ist sicher realistisch. Wenn wir schauen, hier in Niederhasli, jetzt das einwöchige Trainingslager, auf was für Sachen wird jetzt hier in erster Linie Gewicht gelegt? Wir sind dran, jetzt die Übungen, die sie im Mai, Juni an den Wettkämpfen turnen, auszufeilen, ganz speziell auf die Haltung zu schauen und natürlich auch auf die technischen Fehler, die die einzelnen Turner noch haben. Wie viel Anteil von dem Training hat das Geräteturnen und wie viel ist Krafttraining? Ja, das ist ca. 90% tun wir an den Geräten arbeiten und etwa 10% Krafttraining. Wenn die Woche durch ist, was haben dann die jeweiligen Teilnehmer von dem Trainingslager dazugelernt? Die Turner sind dann so weit, dass die Übungen wettkampfmässig durchturnen können und sind wirklich gut vorbereitet für die ersten Wettkämpfe.